von euch zu einer neuen Folge von Let's Play Kokomon. Im letzten Part wollten wir dann den guten Alem suchen, aber wir wurden leider festgehalten, also enttarnt, hier in den Kerker eingesperrt und sind auch gleich wieder ausgebrochen. Also wir sind noch dabei auszubrechen. Zumindest sind wir aus der Zelle raus und haben hier aus dem Kerker selber geschafft. Denk mal, es wird jetzt noch der ein oder andere Kokomon-Kampf folgen, aber das sollten wir hinkriegen. Leute, den Platz nicht verlassen, ich will Alem finden. Ja, machen wir. Genau, dann hat sie kaputt schlagen. Hallo. Das ist die Waschküche, Alems Klamotten sind hier. Ich schütze sie um jeden Preis. Nicht die Klamotten. Das wäre natürlich ein riesiger Schaden, wenn die kaputt gehen würden. Clever Pin. Nicht. Fast tot. Naja. Sieht trotzdem schon mal gut aus. Einfach laufen ja gut aufgeholt vom Level. Macht jetzt auch schon sehr guten Schaden. Ich bin noch bei unserem letzten Team, ich glaube die anderen sind alle okay. Und bei dir sollte ich wahrscheinlich nicht hier drin bleiben, sondern da einmal den Kinderko wechseln. Wie Sandmann muss man aber auch nicht mehr so viel. Sieht jetzt eigentlich schon gut aus, glichen an. Wow. Knacken. Und Spitzer. Und tot. Alter Figo. Sehr gut. Da können wir wahrscheinlich wieder gut zoomen. Ist elektrifiziert? Ja, ist es. Ich werde mal nachgucken, ich bin wegen verschobenen Typen Aktivitäten immer ein bisschen unsicher. Wenn man es im Uni nachgucken kann, warum dann nicht machen? Genau, no, vergiftet. Naja, muss ich noch ein Gegengift buchen, Zeugs dabei. Der Durchschlag weiß ich hier gar nicht im Spiel. Mehrfach Blitz. Sehr. So, eine Paralyse machen. Ein bis dreimal Blitz trifft. Greift immer zuerst an. Kopf 30, Genauigkeit 100. Das hätte ich gemacht, oder für mehrfach Blitz, so sollte es passen. Mehrfach Blitz macht da was, macht da keinen normalen Schaden. Ne, keinen normalen, schon normalen, aber keinen Geist, denn könnt immer gleichen halt. Oder wie könnte er halt mehr machen, wenn er mindestens zweimal trifft. Bei einmal ist es halt weniger als die andere. Aber mal gucken. Wo wir gleich die Wache wieder finden, die uns festgenommen haben. Waren ja, glaube ich, irgendwo. Potenzialduft. Müssen wir auch noch irgendwo benutzen. Ich glaube, Wasser ist schon mit einer der wichtigsten Typen in dem Spiel. Das geht mit das meiste irgendwie effektiv. Ja, gut, das meiste. Das hat nämlich auch nur Boden und Feuer. Ich glaube, es gibt noch was anderes, wo es gegen mehr als eins ist. Schnitt, glaube ich. Das ist ja wieder kein richtiger Typ. Sondern nur Attacken-Typ. Was er wieder ein bisschen macht. Wie viel da Mechanik halten soll, weiß ich auch immer noch nicht wirklich.
immer noch aktiv, ja dann. Was ist da? Der macht Minus. Warum überleben wir mit einem KP theoretisch? Aber durch den zweiten Treffer dann nicht mehr. Können wir die Zelle zurückgehen? Ich glaube, der war da. Nein, machen wir nicht. Dich und genug andere Wachen aufgehalten. Er kann uns jetzt gar nichts mehr. Kombikuchen. Oh, Teilen brauchen wir auch immer noch nicht. Machen wir noch den hier platt. Hallo? Dankeschön. Gucken, ob direkt bei Alan selber gleich der nächste Plan ist. Theoretisch wird es langsam mal wieder Zeit. Das komische Bisszeugs hier ist nicht typisch mit Sonokreisen für den nächsten. Dann wechseln wir mal zu unseren neuen Bodenpieler. Dann ist mein Angriff. Feldschauer ist schon besser. Bam. Und reicht auch. Und schon, du hast eine Wasserattacke für mich. Hey Junge, jetzt gesungen, das ist nicht schön. Komm, drück zweimal. Sehr gut. Eben haben wir allgemein bis jetzt schon noch wieder nicht gesehen. Steigerung der Initiative. Ui. Das hat schon ordentlich Schaden gemacht. Und die Attacke ist schnell in Animation, was auch cool ist. Eins auf Inhalt und zwei auf Angriff. Ich will, dass wir gleich da sind. Ich will nochmal ein bisschen heilen. Kuchen erst kommen hier. Ja, sollte reichen erstmal. Oh nein, nicht der schon wieder. Ein paar Items mitnehmen. Okay. Sieh an, sieh an. Wenn das nicht der Gefangene ist. Normalerweise würde ich erwarten, dass ein Gefangener versucht, nach draußen zu fliehen. Aber du bist hier und gehst tiefer in den Palast hinein. Warum bestehst du darauf, die Gemächer von Ellen zu besuchen? Nun, es hat zu tun mit... Na, halt die Klappe, es war eine rhetorische Frage. Deine Gründe spielen keine Rolle, Befehle sind Befehle. Und gute Wachen befolgen Befehle. Ich werde dich persönlich zurück in den Käfig eskortieren. Wo du für den Rest deines Lebens verrotten wirst. Alter, 6 Stück hat er. Oha.
der Wächter kämpfen. Knorgi, also gehe ich jetzt mal damit. Mehrfachwitz. Na, ich könnte es tun, wir hätten das Gift heilen sollen. Das war ziemlich wichtig. Warum triffst du jetzt immer nur einmal? Dräng dich an. Anstrengend, vielfach laden. Die Schaft. Oder Feuer benutzen. Wenn es weitergeht, dann kann sein Team nicht so viel machen. Aber mal sehen und hoffen. Jetzt muss er sich nicht pushen können mit dem Hintern. Da kommen die Pitybullen. Letztlich mal heiße Hörner. Dass nicht gleich mit dem Wasservieh oder so kommt. Ich glaube, wir hier gut durchkommen. Natürlich genau jetzt, wo ich es gesagt habe. Dann Wandschlag. Ah. Weiß nicht, was so viel besser ist. Da können wir sogar heiße Hörner benutzen. Ja, komm schon. Dann bleib mal bei den heißen Hörnern. Au. Ist klar, mach den Tod schnell. Sehr gut. Wir müssen uns mal voll heilen. Geht so dann. Zum ganz allein habe ich, glaube ich, gar nicht gebraucht, um das überleben zu kriegen. Nee, oh, das ist aber ein Standardschmerz. Ja, gut. Gucken, ob ich das hier wieder machen kann. Aber das war schon eine sehr laute Animation. Stärker sein. Gut. Und 35. Oha. Der ist schon cool. Konnte ich jetzt nicht benutzen? Nö. Ja gut, so viel dazu. Akku regelt das.
Aha. Der Gustav ist viel stärker. Ja, wer bringt mich jetzt zurück in meine Gemächer? Hm? Also meine Gemächer. In meine Gefängniszelle. Du schon mal nicht. Nein! Ach, Vergiftung wohl geheilt. Nein. Unmöglich. Ich habe nicht nur gegenüber Alan versagt, ich habe Darudish gegenüber versagt. Ey, warte, du Schurke. Was ist hier los? Ja, bei Linz kann man auch nie so durcheinander gesehen. Sieht ja auch wie ein Regenwald hier drin. Hilfe! Hier drüben! Das klingt wie Alan. Das ist sowas ein Ausgang. Mein Lord, lass mich dich losbinden. Endlich. Tja, wer hat Ihnen das angetan? Egal wer, ich werde Sie persönlich jagen. Die mir das angetan haben, waren diese blauen Leute. Ich bin schon seit einiger Zeit gefesselt. Doch als sie hörten, dass ein Häftling entkommen war, nutzten sie die Gelegenheit, um endlich davon zu laufen. Wieso bist du immer noch da? Ich möchte, dass du sie um jeden Preis findest. Ich suche den Palast sofort. Ja, sofort. Ich muss mal einen Moment nachdenken, versuchen, mich an die wichtigen Details meiner Gefangenschaft zu erinnern. Einer von ihnen verkleidete sich als mich, die anderen, was? Ach so, die anderen als die Wachen. Sie überwältigten mich mit einer seltsamen Magie. Sie machten mich unsichtbar, beraubten mich meiner Bewegungsfähigkeit. Danach brachen sie unzählige seltsame Pflanzen hier mit und platzierten sie überall. Aber das Wichtigste, sie haben die Macht ergriffen. Was haben sie damit getan? Keiner meiner Wertsachen scheint zu fehlen. Ich habe etwas davon gehört, dass sie das ganze Stadt in Gefahr ist. Nun, sie haben das Dematte abgesperrt. Sie haben was gemacht? Also, woher weißt du das? Wer bist du? Na egal, es ist egal. Wenn sie das Tal absperren, dann haben sie gestohlen. Ich muss hin, in das Tal, sofort. Jetzt ab. Nein, nein, nein. Ah, ich wusste es. Meine Bohrkapseln sind alle weg. Ah, diese Diebe, sie haben meine Bohrkapseln gestohlen. Und es bringt die Leute dazu, alle möglichen verrückten Dinge zu tun. Herr Alan, Sir, nicht Gold. Wenn sie einfache Diebe waren, warum ließen sie dann diese Ansammlung an Edelsteinen intakt? Was für ein Mysterium. War sie auf der Suche nach Gold, mit all diesen Edelsteinen bereit mitzunehmen? Ja, ich kann mir eine andere Verwendung dieser für Bohrkapseln eigentlich nicht vorstellen. Spielt keine Rolle, warum sie es mitgenommen haben. Ich will sie zurück. Diese Bohrkapseln haben mich, anderthalb Vermögen gekostet. Ich werde nicht ruhen, bis ich sie gefunden habe. Wenn es sein muss, bitte ich sogar meine alten Freunde um Luxolis, um einen Gefallen. Aber zuerst muss ich die Stadt wieder in Ordnung bringen. Es müssen Zimmer geputzt werden, Ermittlungen angesagt werden und Menschen gefeuert werden. Das ist der Alan, wie ich ihn kenne. Aber, die haben es geschafft, Dalu. Die haben es ins Dematar geschafft. Mission abgeschlossen. Aber keine Bohrkapseln mehr. Es scheint, dass ich und die Crew stattdessen einige dieser Bohrschaufeln vermieten müssen. Dann können wir wenigstens noch etwas mehr Gold verdienen. Nun, Abenteuer wartet auf uns. Komm schon, Leute, lasst uns ein paar Bohrschaufeln besorgen und weitergraben. Und Dalu, vielen Dank. Vom Grunde meines Herzens. Gut, dann würde ich sagen, ist das ein gutes Partende. Dann werden wir im nächsten Part mal gucken, ob er denn nochmal irgendwas macht. Ob vielleicht die Preise jetzt ändern, ob es jetzt wieder so eine komplette
überteuerte Stadt ist oder unter anderem auch, was in diesem komischen Dämmertal sein soll. Vielleicht, ob das hier ist, wo wir gerade sind, ich weiß es gar nicht. Mal ganz kurz auf die Weltkarte gucken. Bin mir nicht sicher, ob wir gerade im Dämmertal sind, ich habe keine Ahnung. Zumindest werden wir uns ein bisschen weiter umgucken, deswegen nicht verpassen, nackt gelassen, bis zum nächsten Mal und tschüss.